kannst du mir keine Antwort geben, weil ich, das habe ich leider, ich glaube, sie hätten da keine Antwort geben können, oder? Komm mal her. Bitte? Hätten sie da keine Antwort geben können? Wenn ich Ihnen die Frage gestellt habe. Nein, nur bei den Verfügungsmitteln für die Vereine, das war im vorigen Abend 8000 schon budgetiert, nur unter einem anderen Posten, und zwar sind 29. Okay. Und der richtige Posten ist in 23, das ist im Heuer. Also das ist, ja, das ist die Summe, gerne, ist die Summe. Ja, das ist die größere Präsentation. Aber mit den Präsentationskosten hätten Sie mir nicht sagen können, oder? Wieso? Wieso die höher sind? Ja. Ja. Also das ist schlecht. Ich weiß es nächstes Mal, ich kann die Antwort sagen. Das ist der Fall, wo du erstellst, dann kann ich mir die Frauen vorbereiten. Ja, das ist alles schon viel besser. Ja, das ist jetzt ganz persönliches. Aber genau, viele Frauen haben mich interessiert, das ist eigentlich auch ganz ähnlich. Das eine ist Seite 91, die Georg Rathregel, Haushalt, das wurde von 500 auf 3000 Euro erhöht. Du weißt, bei der letzten Umweltausschusssitzung, da habe ich an den geplant, was wir brauchen würden, in etwa, um zumindest einmal ein Konzept erklären zu lassen und auch um diese Rückschließungen zu machen, zum Beispiel jetzt, wenn man sieht, was von Business Center im Hof bis zum Kreisverkehr, Parkstraße Nummer 2, das sind 50 Meter, da gibt es keine Wegstrecke, es gibt ein paar Rückschlüsse, die man machen müsste, aber auch das Konzept. Die letzte Umweltausschusssitzung ist jetzt auch schon davor abgesagt worden, da hätte man das diskutieren können. Die Frage ist jetzt, du weißt das sicher, weil der Martin ist nicht da heute, ich sage mal jetzt wieder 3000 Euro reingemacht. Wir haben diese Richtung, ja, noch ist ja wohl was geplant, 3000 Euro, das sind ein erster Betrauber neu. Planungskosten mal damit abzudecken, zum einen, und zum anderen haben wir im außerordentlichen Haushalt, wenn du geschaut hättest. Ja, habe ich geschaut, ja. Von 100.000 auf 73.000. Aber diese Straßen sind ja Geh- und Radwege. Ja, aber es ist nur die Straßensanierung, was wir für heuer budgetiert haben, was wir dann als Zusatz noch erinnern müssen. Und wenn man sich die Woche Straßen ansieht, und das hat auch eine Richtung an dich gegeben, wo der Rat ist auch verschiedert hat, allein das kommt ja schon so viel. Also es gibt so viele, allein die Straßen, die man saniert müsste, da bleibt die Leerrade nichts übrig. Und hier haben wir einen Punkt, der nicht nur die Leerrade in der Rolle zu Hause hat. Da haben wir schon 100.000 Euro zu sehen. Und das ist ja jetzt auch ein Rieders, der hat einen generellen Sanierungsplan aus dem Hotel, den Bebauungsleitung aufgelegt, wo vorher dargelegt ist, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, für die Straßen, dass die saniert werden. Und wenn du das gut aus jetzt angesprochen hast, hat das einen ganz einfachen Hintergrund. Dort finden Bauarbeiten statt in Zukunft. Es werden Häuser umgerichtet auf den ehemaligen Tennisplätzen in Zukunft. Und es wäre Irrsinn, wenn wir jetzt im Vorfeld Straßen sanieren, weil sie und dort haben dann Beschwerden begonnen, die Form und die Straßen machen. Was das ist ganz einfach. Ja, was ist denn der Gehweg in der Parkerstraße gemacht hat? Gehweg in der Parkerstraße? Ja, es gibt auf der Parkerstraße, wie ist das Ende die Woche, bis zum Kreisverkehr, gibt es ja. Ein Unterbrechung des Gehwegs, wo die Schüler auf die andere Straßenseite wechseln müssen, dann dort 100 Meter weitergehen und dann wieder zurückwechseln müssen. Aber nicht nur Schüler, sondern jeder, der heute auf der Seite geht. Die Schüler können ja eigentlich über den Müllfahrt zugegangen. Muss es jetzt eine komplette Frage dazu? Ja, das allein die 6000 Euro zu wenig sind. Also wenn du und auch Kenntnis bis dessen, dass die Batzerstraße keine Gemeindestraße, sondern eine Landesstraße ist, dann wirst du auch verstehen, warum wir dort nichts machen können. Außer wir haben so viel Geld zur Verfügung, dass wir dem Land sagen, wir würden gerne dort etwas wollen und dementsprechend aufbauen. Aber ich sage, wir haben genug Straßen, also Gemeindegebiet zu sanieren, wo das Geld da hinkommt. Ist eine Ausnahme gewesen. Eine Rat, und die Rat-Situation ist relativ einfach zu beeinflussen. Aufgrund der Gemeindestrukturreform ist es so, dass jetzt keiner der Nachbarbürgermeister, sagen wir schon gar nicht, der mit dem Städten, noch eine Zeit und muss dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass mit der Gemeindestrukturreform selber genug zu tun hat. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dann wird man die natürlich gemeinsam nutzen, aber ich schätze mal, vor 2016 wird es wahrscheinlich
sich nicht sehr viel zu. Das ist ein Gut, 99 die Weihnachtsbeleuchtung mit 4.000 Euro, das sind schon sehr gut. Also da wird wirklich Geld. Wenn du vorher mit Gott das Thema der Gedeihung antwortest, dann so viel davon. Jetzt nicht mehr so. Also, das ist die öffentliche Beleuchtung, und die 50.000 Euro jetzt am Leben steht, auf Seite 105 die öffentliche Beleuchtung, 40.000 Euro. Das ist, obwohl jetzt nicht auf Leben geschaltet haben. Was ist früher denn gewesen? Sicher oder ist es meine Annahme auf Aufstufe von deiner Seite? Meinen Federhelm über Fakten oder über Fakten? Mit dir kannst du über Fakten reden. Das ist gut. Dann gibt es noch den. Wo ist jetzt der Teil? Bitte. Ich will eigentlich auch aufpassen. Das war 159 Reisegebühren. Das ist jetzt im außerordentlichen Haushalt. Kostet nicht das 5.000 Euro Reisegebühren. Ja, ich habe jetzt einen Unterdruck daran. Also, ich habe sie angeboten, ich habe in der Vorhaltung 14 Tage Zeit gehabt, um euch über Detailfragen, über Detailfragen zu erkundigen. Gibt es jetzt ja keine Aussage? Ich sage eben, wenn ich eine Aussage über die Aussage. Ja. Inzwischen habe ich die Frage, die Herr Scholz bei der Doppelkarte das gleiche Ding. Die 49. Lass uns überraschen. Wenn wir bis 70.000 nicht brauchen, ist ja positiv, oder? Ja, ich habe mir aber auch gemacht, so wenn sich auch realistische Annahmen treffen. Was wäre realistisch, wenn wir die Hälfte der Leitlampen erst umgestellt haben Mitte des Jahres? Das ist okay. Aha, ja. Wie ist das denn berechnen? 80% Ja, ich meine, das haben wir selber großartig gesagt, ja, oder? Genau, ja. Sie passt das gut geantwortet. Wir werden ein paar Leuchtpunkte noch dazusetzen, ne? Ja. Ja. Wenn auch ein paar Leuchtpunkte dazusetzen, ja. Werden wir. Und dann kommen wir natürlich keine Einsparung erreichen über das gesamte Jahr 2015. Und wir sind noch fast in dieser Phase. Ja, das ist ja ganz klar. Ich finde es super, was man da gerne aber sagt. Das ist ja nicht klar. Aber es ist schon okay. Aber die Frage nach Standard ist gar nicht. Für 2013 waren 60.000 Euro budgetiert. Die hat immer gedacht, das war das Ergebnis 2013. Und da ist man schon davon ausgegangen, wenn LED installiert wird, dann hat man sowohl dann schon. Und jetzt haben wir installiert und jetzt gehen wir nicht mehr davon aus. Wir gehen schon für das Jahr 2014 davon aus, aber wir haben noch keine Abrechnung. Ja, weiß man alles. Ja, das war dann alles. Okay. Das ist ja 27, ist noch immer offen, warum die Personalkosten von der KG fast uns doch bitte steigen. Das ist nicht mal ansatzweise. Nein, das ist eine Frage. Aber das muss dir, also du bist der Alarmverantwortliche, ja. Du bist der große Mocha-Check bei der KG. Wer, wenn nicht du, warst es? Ich habe mir die Frage vorgestellt, dass wir die Unterdachungsleiter haben. Ich habe euch angeboten, im Vorfeld, euch zu erkunden. Ja, aber was ist das für ein Schäden, wenn es den Obersten von den Personalkosten nicht annimmt? Jetzt aus dem Stand heraus kann ich dir diese Frage schon beantworten. Ich habe euch angeboten, dass ihr euch im Vorfeld informiert. Ja, wenn du dieses Angebot nicht annimmst, dass du dich im Vorfeld ausreichend informierst, kann ich dir schon ist die Gemeinde leider nicht offen. Dann muss dann auch der Beruf suchen. Dann darf sich nicht ausüben. Dann darf man nicht die Menschen dort sein. Das ist Zeit, was gut, gibt es noch weitere Fragen? Bitte. Das war schön, aber da geht es auch was. Bitte. Ich glaube, ja. Kann man auch schauen. Das ist das Budget. Das hat jetzt nicht der Fall. Nein, jetzt nicht so gut gemacht. Okay, weiter. Nächste Frage, bitte. Das ist das Problem. Meine Frage dazu, es ist heute schon angeschnitten worden, kurz herausgefunden. Weil Präsentationskonto, wo dort die Kosten gestiegen sind, auch dort bei Präsentationskonto, wo diese gestiegen sind, dann ist auch in der Freigestunde gefallen, dass die Woche Nachrichten 25.000 Euro mehr gebraucht wurde als budgetiert. Wenn man diese Summen alle zusammenzählt, wenn man da sorgsamer umgeht mit dem Steuergeld, würde man uns schon einen Kredit,
was wir heute beschließen werden, die Aufnahme zum Beispiel vom Bocki, würde uns dann schon ersparen. Wenn man da ein bisschen zurückschauen würde und ein bisschen sorgsam machen könnte. Das ist meine Anmerkung. Lieber Christian, danke, ich möchte kurz dazu was anmerken. Wie du gesehen hast, beim Bericht des Bürgermeisters, wir haben jährlich einen Überschuss von 2011 bis 2013 von rund 500.000 bis 600.000 Euro erwirtschaftet. Das lassen wir sicherlich nicht vorsagen, dass wir schlecht gewirtschaftet hätten. Und deine oberflächlichen Bemerkungen betreffend jetzt der Leber von Nachrichten und dergleichen, sage ich mal, möchte ich jetzt dahingehend gar nicht kommentieren, weil sie jeder sachlichen Grundlage entbehren, weil man muss sich die Details anschauen dabei. Und da geht es nicht nur um die Leber von Nachrichten, da geht es um die Flugblätter, um vieles mehr, was da unter diesem Budgetposten drinnen ist. Und wenn sie euch im Vorfeld besser erkundigt hättet oder überhaupt erkundigt hättet in der Buchhaltung, dann könntet ihr alle Details haben, aber ausreichend erklärt bekommen. Jetzt in der Gemeinderatssitzung, entschuldige, ist wenn nicht mal die Zeit dafür da, Detailfragen. Wir werden nicht einmal beim Prüfungsausschuss beantwortet. Wie soll es dann funktionieren, dass man zum Herrn Amtsleiter geht, der bemüht ist, aber der kann das noch weniger sagen, wenn nicht einmal der Prüfungsausschuss die Beantwortung von seinen Fragen kriegt. Da kommst du jetzt daher und sagst, das ist alles klar nachvollziehbar. Und nicht einmal der Prüfungsausschuss, die Prüfungsorgan der Gemeinde, kriegt von dir Antworten, die dazu passen zu den Fragen. Nur auf das passieren, dass die Aufsichtsbehörde sagt, ja, es ist nicht vorgestellt, wie antworten, man sagt ja keine Mussantworten. Und wenn ich frage, ist das gelb und er sagt, nein, ich glaube nicht, dann ist das schon eine Antwort. Und das ist das große Problem. Du kannst manchmal die Fragen stellen, die man nicht und das funktioniert definitiv nicht. Gut. Das ist deine Sicht der Dinge, ich sage, nimmst du Kenntnis. Bitte, Christian. Ich habe weder in den Raum gestellt, was die Gemeinde hat, dass dort schlecht gewirtschaftet wurde. Ich habe wirklich nur gesagt, wenn man da sparsamer umgehen würde. Und nicht vor schlechten Wirtschaften habe ich nichts. Hier unterschätzt. Wenn du das von Wirtschaften und dass man so viel erwirtschaftet haben, dann frage ich mich schon eines, warum die letzten oder seit Kilometer, wo der Schiefstand auf über 900.000 immer strapaziert minus strapaziert wurde, warum das nicht komplett gänzlich gesenkt wurde, weil das ist nur immer unten auf 800.000, 900.000 minus. Ich nehme das gern zur Kenntnis, verweise darauf, lieber Christian Denk, dass du selber dem Gemeinderat angehört hast zur damaligen Zeit und du wissen müsstest, was die Ursache für viele Dinge war. Wenn ich besser Bescheid wissen könnte und ich sage, ich nehme das einfach zur Kenntnis einmal. Gibt es noch weitere Fragen zum Budget? Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Voranschlag für 15 der maximale Gebrauch in der vorliegenden Form beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Danke. Nächster Tagesordnungspunkt. Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019, Konsolidierungskonzept. Gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Ja, bitte. Seite 6. Seite 6, ja. Ja, Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung, wenn man sich das anschaut, steigt es massiv an. Von 2014 50.000 auf bis 2000, also dann fast jährlich über, also jährlich über 200.000 Euro bis 2019. Was steckt da dahinter? Müssen wir, wenn es einmal doch so über die Zielverhaltung geht, wenn sie alle untereinander haben, dann muss man das nicht mehr kennen. Das ist dann nicht mehr so. Die Nullerposition. Das sind die Einnahmen, das sind das. Das ist ja positiv, das sind die Einnahmen. Das sind die Einnahmen aus was? Das ist die Frage. Die Nullergruppe im Vorschlag. Nein, das ist Einnahmen. Warum hat er mehr? So, wahrscheinlich wird es verschiedene Konten vorher anders aufgeteilt haben. Ja, das sind die Vergütungen, das habe ich schon gesehen.
Das ist genau das, was wir früher bei Müll und Kanal gehabt haben. Okay. Das sind die Vergütungen, die ja als, einerseits als Einnahme und andererseits als Ausgabe gebucht werden müssen. Das waren jetzt die einzigen zwei Fragen von vorher und jetzt, die nicht inhaltlich bedeuten waren, sondern die, die wirklich in der Buchhaltung klären jetzt hier. Im Gegensatz zu allem, was jetzt gekommen ist, wegen Repräsentationen und so weiter, die uns in der Buchhaltung nicht beantwortet werden, hätten können aber heute auch nicht. Passt, danke. Noch weitere Fragen? Keine? Stellt der Antrag für die Einladung der mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2019 der maximale Betrag in der vorliegenden Form beschließen. Die mittelfristige Finanzplanung stellt gleichzeitig das mittelfristige Konsolidierungskonzept für diesen Zeitraum dar. Bitte, mein Zeichen. Wer damit einverstanden ist, bitte sehr wieder zustimmen. Ja. Bitte Gegenproben. Danke. Gut. Wir kommen.